climbed up and jumped to grab the monkey's ring. Ja, das versuche ich doch die ganze Zeit. Aber wenn ich abklettere und sofort, das ist doch dämlich. Das komme ich jetzt von der anderen Seite. Das ist eigentlich wurscht, von welcher Seite ich komme. Also hier so hoch. Plupp. Jetzt hier rum. Das ist toll, oder? Jetzt bis zum Ende. Ich soll ab und dann sofort an die Monkey Swing. Also an die Affenschaukel da oben ran. Aber das kann ich doch gar nicht. Da kann ich sowieso nicht. Warte, ich muss echt. Das ist ja sowieso merkwürdig. Hier rüber. So, wenn ich jetzt hochgehe und drücke, dann rutscht sie runter, ne? Also das funktioniert. Ich muss also springen drücken. Wenn ich springen drücke, dann macht sie irgendeinen anderen Scheiß. Ja, super. Ich weiß es nicht. Das ist mir ein Rätsel. Ich dachte, das wäre, dass ich könnte aufs Podest springen und über das Podest an die Dings, aber das war mir zu unsicher. So rum habe ich festgestellt, ist es sicher. Das Ding macht mich mit ein Haps tot. Deshalb muss ich hier so komisch rüberkraxeln. Also, das ist wieder so ein Ding, also... Es ist bestimmt möglich, wenn man die Techniken von einem Spiel kennt, auswendig weiß und ganz genau weiß, wo ihre Möglichkeiten, die Physik in dem Spiel endet. Aber es ist trotzdem so, dass ich sage, ist ein normaler Mensch, kommt da nicht drauf, wie das geht. Da oben, du brauchst mindestens oben eine, allein schon, dass man jetzt nicht rüber kann, du brauchst mindestens oben irgendwo mal eine Plattform, wo du drauf stehen kannst. Was bringt dir das, wenn du jetzt nicht wieder zurückkommst? So, ist ja eigentlich egal, wo ich lang gehe. Also, von der Technik her soll ich das machen, dann soll ich so hochgehen, dann fängt sie an zu rutschen. Und dann soll ich springen und an die Schaukel rankluppeln. Geht aber nicht. Sie hält sich ja nicht fest. Genau, das ist das Problem. Wahrscheinlich sofort springen und dann an die Schaukel ran. Ich werde jetzt springen. Also, das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, ja, das ist zu schwer. Das ist genauso wie den Trollololololol-Ball. Das macht auch keinen Spaß, wenn man nicht weiterkommt an der Stelle. Das ist auch lustig. Aber das ist jetzt ein Kamera-Bug. Ja, auch. Manchmal ändert er die Kamera nicht. Ich probiere es jetzt noch einmal. Dann muss das morgen eben gelöst werden. Nein, nicht ganz nach oben bitte, sondern hier zur Seite. Weil anders sehe ich da keine Möglichkeit, da ranzukommen. Weil auch die... Und dann das sieht nicht nach Springen aus, es sieht aus, als ob sie sich fallen lässt. Ja, aber ich bin sofort auf Springen gegangen. Du kannst ja nur springen sofort. Ich kann ja versuchen, über den Weg... Oh, du bist einfach zu blöd, oder? Oh. Gerade weil du auch jedes Mal Schaden kriegst dadurch. Ich kann jetzt immer versuchen, über den Weg hochzugehen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie was bringt. Weil das so schnell ist... mal reinziehen, wie schnell der kommt. Du kommst ja auch nicht um die Ecke rum. Guck mal, wenn der muss jetzt schon hoch und jetzt ist er eigentlich schon da. Puck, du hast es gerade geschafft, hochzukommen. Und er ist sofort da. Das geht gar nicht. Das macht keinen Spaß. Oh, jetzt kommt wieder dieses verdammte Lied. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Kann ich eigentlich zu dem rüberspringen oder geht das nicht? Na, es könnte zu weit weg sein. Ja, sie hält sich daran auch nicht fest.
Und hier unten ist übrigens noch so eine Tür. Ich guck gerade, ob hier irgendwo ein Schalter ist. Ich kann ja mal sterben für einen Schalter. Das ist auch so schade. Da unten ist eine Tür. Vielleicht könnte man darüber den Ausgang machen oder so. Also einen Alternativausgang, den auch ein Normalsterblicher schafft. Das bringt ja auch nichts. Das wäre ja auch mal ganz nett, wenn hier so ein Alternativausgang wäre. Ach nee, das ist ja nicht die Tür, das ist ja dieses Ding. Aber, oh Mann. Ich krieg das nicht hin. Keine Ahnung. Muss ich morgen mal gucken. Also ich bin gerade echt gefrustet, deswegen. Ich schaue da morgen mal nach und wünsche euch dann noch einen schönen, was auch immer, Abend, Morgen, Mittag. Ich gehe jetzt ins Bett. Und nein, ich will jetzt nicht schon wieder dieses Lied hören. Ciao! So, da bin ich wieder. Es ist ein neuer Tag und ich bin richtig heiß drauf, hier weiterzukommen. Aber ihr wisst ja selber, ich habe es ja gestern meinem Freund schon versucht zu erklären. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Das heißt, ich werde jetzt wieder das so machen wie bei dem gescheiterten Versuch. High Level. Bei dem gescheiterten Versuch, die Hüpfpassage. Nochmal. Die Hüpfpassage, also den Parcours zu machen, den ich wahrscheinlich sowieso erst später machen muss. Ich werde das zwar aufnehmen, aber ich werde jetzt hier eine Runde rumhüppen und vielleicht schaffe ich das. Ich gebe mir eine bestimmte Zeit. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich das anders lösen soll. Cheaten, ihr wisst ja selber, Cheaten ist eigentlich unmöglich. Ich weiß nicht, ob ich sie hier und ob ich es einen Cheat gibt, womit sie einfach mal kurz unsterblich wird, damit ich da hochkomme. Müssen wir ausprobieren. Ich versuche es jetzt erstmal auf dem Weg, wie der Map-Ersteller oder die Map-Erstellerin sich das gewünscht hat. Ich werde gleich auf diesen Block da vorne gehen, dort speichern und das Ganze die ganze Zeit machen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Naja, und das werde ich aufnehmen, aber ohne Mikro und zusammenschneiden. Ansonsten werdet ihr mich hoffentlich da hinten wieder stehen sehen. Das nur mal so zur Info. Dann wünscht mir viel Glück.